Wir leben Wrestling. AEW-Match sprengt Sternebewertung. Einer der renommiertesten Wrestling-Journalisten der Welt, Dave Meltzer, bewertete das Tag-Team-Titelmatch zwischen den Young Bucks und Kenny Omega und Adam Page, welches bei AEW Revolution stattfand, mit 6 Sternen. Damit ist es erst das 6. Match, das von Meltzer mit 6 oder mehr Sternen bewertet wurde. Luke Harper bald mit Dynamite-Debüt. Das Debüt von Ex-WWE-Superstar Luke Harper, nun unter seinem Independent-Namen Brody Lee, soll am 18. März bei der Dynamite-Ausgabe in seiner Heimatstadt New York stattfinden. Dies sei laut Dave Meltzer vom Wrestling Observer der aktuelle Plan. Welche Rolle er bei AEW einnehmen könnte, ist aber noch unklar. Wrestler des Jahrzehnts verkündet. Die Pro Wrestling Illustrated hat WWE-Superstar AJ Styles zum Wrestler der vergangenen Dekade ernannt. Die prestigeträchtige Auszeichnung erhielt im vergangenen Jahrzehnt Triple H. Revival nicht in der Elimination Chamber. Derzeit scheint es so, als wolle man das Tag-Team The Revival aus großen Spots heraushalten. Indiz dafür ist die Tatsache, dass das Team für die kommende Tag-Team-Variante der Elimination Chamber am Sonntag nicht eingeplant wurde. Der Spot des Teams soll an die Lucha House Party gegangen sein. Grund für die Nichtberücksichtigung sei wiederholt das Auslaufen der Verträge von Scott Dawson und Dash Wilder. Die WWE weigert sich nun, die beiden einzusetzen, da sie sich gegen eine Vertragsverlängerung entschieden haben. Wie Stone Cold Steve Austin auf Twitter bekannt gab, wird er am 16. März bei Raw auftreten. Außerdem wird die NWO in Form von Kevin Nash, Scott Hall und X-Pac diese Woche bei SmackDown auftreten. Update zu Pages Gesundheitszustand. Nachdem sich Ex-Divas-Champion Paige einer Operation zur Entfernung einer Zyste unterzogen hatte, gab sie auf Twitter Entwarnung. Die Operation sei erfolgreich verlaufen und die Schmerzen mittlerweile vergangen. MMA-Stars bei WWE. Sowohl Ronda Rousey als auch Cain Velasquez sollen unter der Woche in der WWE-Geschäftsstelle gewesen sein. Grund dafür waren Gespräche über die WWE-Zukunft der beiden UFC-Größen. Vince nicht zufrieden mit Baszler? Laut dem Wrestling Observer sei Vince McMahon nach Shayna Baszlers Match gegen Kairi Sane bei Raw unzufrieden gewesen. Baszler verkörpere keine WrestleMania-Headlinerin. Wie sich die Situation um die ehemalige MMA-Kämpferin weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Alle wichtigen Entwicklungen und Ergebnisse in der Diskussion, das gibt's bei uns auf dem Spotfight-Podcast-Kanal. Reviews und Wrestling-Talks zu Raw, SmackDown, All Elite Wrestling und vieles mehr. Klickt gern mal rüber.